Jetzt darf ich Herrn Nationalrat Sebastian Frehner bitten, uns ein Grußwort zu bringen. Er hat mir im privaten Gespräch verraten, dass er schon als Kind, er wisse nicht genau, wieso, immer ein Herz für die Juden gehabt habe. Gell? Das stimmt. Darf ich dich bitten? Ja, geschätzte Marschteilnehmende, solche Sachen kann man manchmal nicht erklären, warum das so ist. Ich meine, die meisten von Ihnen, warum sind Sie für den FCB und nicht für GC? Das beginnt einfach irgendwann mal. Und bei mir hat die Freundschaft mit Israel auch sehr früh angefangen, als ich vielleicht noch nicht sagen konnte, weshalb. Heute kann ich das. Geschätzte Marschteilnehmende, als Nationalrat des Kantons Basel-Stadt begrüße ich Sie ganz herzlich an diesem Gedenk- und Solidaritätsmarsch. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Der Name Basel, der Ortsname Basel, hat ja einen ganz speziellen Klang in jüdischen Ohren und spielt auch, wir wissen es, eine ganz große Rolle für die Geschichte Israels. Jetzt, wem das vielleicht nicht so bewusst ist, der braucht nur mal nach Israel zu gehen, wie ich es schon mehrmals gemacht habe. Und wenn Sie dann sagen, dass Sie von hier kommen, also von Basel, dann brandet Ihnen oft eine Sympathiewelle entgegen. Ich war zu Beginn ein bisschen überrascht, aber das freut einen eigentlich, wenn man gar nicht so viel, also ich selber jetzt, gar nicht so viel dafür kann und man wird so toll empfangen. Nun, ich meinte eigentlich, wir sollten das in irgendeiner Art und Weise zurückgeben, diese Freundschaft. Wir sollten besonders freundschaftliche Beziehungen zu unseren jüdischen Mitbürgern pflegen und auch ein ganz gutes Verhältnis haben zum Staat Israel, vielleicht sogar ein besseres wie zu anderen Staaten. Ja. Nun, was man eben auch nicht verschweigen darf. Basel war nicht immer gut für die jüdische Gesellschaft. Es gab Zeiten in Basel, in denen die Basler Schuld auf sich luden gegenüber den jüdischen Mitbürgern. Und das darf man, auch wenn man sonst vielleicht in einem positiven Licht stellt, was die Beziehungen anbelangt, das darf man eben auch nicht vergessen. Nun bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen einen ganz schönen weiteren Verlauf dieses Gedenkmarsches zu wünschen. Und es ist mir ganz wichtig, Ihnen meinen Dank auszusprechen, dass Sie Israel unterstützen. Ganz herzlichen Dank, Sebastian Frehner, für dein gutes Wort zu uns.